Herzlich willkommen zurück zu Part 36 und jetzt sind wir im dritten Match angekommen und es ist ein Intercontinental Champion Titel Match zwischen Christian und Cody Rhodes in einem Inferno Match. Ja, das ist doch, beziehungsweise das ist das einzige Match, das ich nicht angesetzt habe. Das habe ich einfach so übernommen. Auf jeden Fall geht's jetzt los. Ich setze mal auf Christian. Ja, der dürfte an Erfahrung noch ein bisschen reifer sein und dann Cody Rhodes in den Inferno-Match ins Rennen bringen, würde ich mal sagen. Wenn man es krass ausdrückt. Ins Rennen bringen. Und damit Intercontinental Champion bleiben. Aber ich kann mich natürlich mehr als nur ich. Was mir ja schon zweimal passiert ist bei diesem Pay-Per-View. Und im Hintergrund der Dodge. Dann ist das nicht der Viper. Der Viper sieht anders aus. Aber egal. Soll uns jetzt ja nicht interessieren. Lass mal Christian jetzt erstmal hier reinkommen. Take me in, okay, mach mal. Na komm rein, Junge. Ja, wo ist denn hier der Berg? Der Berg, wo ist der Berg? So, aber jetzt hast du es doch langsam geschafft, ja, hat er. Und jetzt kommt Cody Rhodes. Der Sohn von der Legende Dusty Rhodes und der Bruder von Dustin Rhodes. Also Goldust. Als einer der Name was sagt. Oder ja doch. Der. Ja doch. Ich halte jetzt einfach die Klappe. Wäre, glaube ich, besser manchmal. Ja, bei Nummer 1. So. Der ja auch schon. Ob ich zweifache Intercontinental Champion schon war. Dreifach oder dreifach, aber an Chris Jericho, der neunfache ist, kommt ja im Moment keiner mehr ran. Im Moment. Aber wer weiß, was noch alles in diesen LP passiert. Bis WrestleMania werde ich auf jeden Fall in dieser WWE-Modus werde ich auf jeden Fall noch bis WrestleMania machen. Wenn ihr das wollt. Könnt ihr mir schreiben. Ich lese immer gerne und oft die Kommentare. Also, keine Angst, schreibt ruhig was rein. Oh! Was geht denn hier schon ab? Was, ey! Killswitch und Killswitch Nummer 2. Was ist denn mit dem kaputt? Was ist denn mit dem verkehrt? Hallo? Ist der mit denen verkehrt? Oh, schöner Elbow. Ach du Scheiße. Okay. Ja. Oh, schon vorbei? Was? Heilige Scheiße. Was war denn das? Das war ja keine... Das gibt mir keine 30 Sekunden. Keine 30 Sekunden, in denen... WTF! Der brennt doch gar nicht! Heilige Scheiße! Was war denn das? Oh, der brennt doch gar nicht! Mann, Jungs! Brennt doch gar nicht! Was ein Schocker!
Und er blutet schon. Keine 30 Sekunden. Das könnt ihr am besten mal selber stoppen oder ich werde es tun. Aber so kann ich mich nicht verabschieden. Wir sehen uns gleich, für euch gleich, also jetzt hier nach, wenn ich Tschüss gesagt habe, wieder. Zum nächsten Match noch, also kann ich den Part ja nicht enden. Das war ja bestimmt dann keine 2 Minuten. Also bis gleich. So, da bin ich jetzt wieder zurück. Und das nächste Match ist ein WCW World Tag Team Championship Match. Tornado Tag Team Extreme Rules Match zwischen die Acolytes und den Road Warriors. Und gleichzeitig steht aber auch noch der Titel von den Road Warriors auf dem Spiel. Es wird auf jeden Fall einen neuen Champion geben. Habe ich geschickt gemacht. Bevor es hier keinen Titelwechsel gibt, will ich wenigstens einen haben. Auf jeden Fall bin ich mal gespannt, wer den Titel gewinnen wird. Oder zumindest einen verteidigen und einen gewinnen wird. Also, würde ich mal sagen, los geht's. Zwei Matches in einem Paar, das dürfte, ist ja schon fast wie Weihnachten. So, da kommt die APA. Die Acolytes. Mit ihren Titel. Ah, die sehen auch mal geil aus, die WCW World Tag Team Titel. Ihr habt es ja gerade gehört. Es geht um beide. Also 562 sind ungefähr, lass mich nehmen, irgendwas mit 280 oder sowas. 270, 280, irgendwas und so um den Dreh zusammen, aber nicht einer alleine. Nicht einer alleine. What a rush. Oder sind Sin Cara Fans? Oder kommen die Road Warriors? Ich habe das auch gemacht, weil für SmackDown irgendwie kein Tag Team Titel Herausforderer waren, irgendwie. Habe ich einfach mal die Champions, die ja schon einmal gegeneinander angetreten sind und da ja einer eingegriffen hat. Beziehungsweise bei anderen Matches von denen. Matches von denen. War das eigentlich nur logisch? Aber das ist eigentlich schon logisch. Ich wollte sagen, ich wollte einfach Titel wechseln, sonst wäre es ja langweilig. Der Pay-Per-View. Braucht man den nicht angucken, weil sich ja da nichts ändert. Die haben sich jetzt untereinander getauscht. Guckt euch das mal an. Ah, geil. Die haben einer diese. Beziehungsweise beide haben gleichzeitig die Seiten gewechselt. Ja, so kann man es natürlich auch machen. Wenn man keinen anderen Hobbys hat. Hast du gut erkannt, Michael Cole. Extreme Rules heißt, alles geht. Schön gemacht, Bradshaw. Und ich muss ja sagen, wer gewinnt, ich sag die Acolytes. Nicht, weil die jetzt in Form von Bradshaw hier richtig loslegen. Oh, und der eine raus. Und das ist diesmal kein Elimination Tag Team Match. Also der erste Pin zählt. Der erste den Pin erreicht, gewinnt. Headlock jetzt. Und schöner Fishman Suplex. Und schöner Back Suplex. Und da hält einer schon den Titel. Und Bulldog. Und da wollte ich sagen, hält einer den Titel noch rein. World Titel. Und da liegt als Objekt, kann man auch einen Tag Team Titel nehmen. Wie ihr da seht. Weil eigentlich die Ringglocke normalerweise liegt. Normalen Matches. Jetzt kommt die Leiter ins Spiel. Und Faruk muss den erstmal einen schönen Schlag einstecken. Und noch ein Schlag. Von Hawk. Und der andere. Animal hat sich erstmal eine Gitarre geschnappt. Der andere, sage ich schon. Gitarre, er will einen kleinen Song spielen. Oh.
Ach! Schöne, ja doch, Bambusrohr. Bambusstock. Rohrstock, was auch immer. Und jetzt die Krücken. Jetzt kommen die Krücken sogar ins Match. Und die Flitsche. Jetzt kommen die Flitsche. Oh! Ah, und die Flitsche schlägt zu. Oder in der Mob, was auch immer. Schön. Und hier sieht schon aus, was habt ihr denn schon gemacht, als ob da schon hier eine Bombe eingeschlagen wäre in den Ring. Oh, und das explodiert erstmal nach draußen. Schön, und jetzt. Und jetzt stand sich verrückt im Rohrstock. Und die beiden Road Warriors führen gerade die APA vor. Zumindest hat die APA im Moment keine Chance. So. Und jetzt kommt die Ringtreppe ins Spiel. Jetzt Headlock und schöner Back-Suplex. Jetzt nimmt er sich die Ringtreppe. Was hat er vor? Backbreaker. Schöner Backbreaker. Und schöner Tackle. Oder Spear, was auch immer. Von Animal. Und Headlock, Headlock. Und erstmal schön auf die Gitarre, die jetzt irgendwie zermatscht ist. Ja. Heilige Scheiße. Was hat er vor? So, und Clothesline, schön gemacht. Schön. Oh, schön. Schöner Shotblock. Und die Leiter fliegt erstmal raus. Und Neckbreaker gegen Bradshaw. Und derzeit Nizza Trümmerte Gitarre fliegt auch noch rum. Und schöne Schläge. Und da hinten ist ein Eckler als Fan. Ein Fan. Zwar eine Frau, aber ein Fan. Und schöne Elbow-Schläge. Auf die Schultern. Und schöner Schlag. Sitz und Hawk gewinnt das Kräftemessen. Und tritt ihn erstmal die Füße weg. Hätte ich auch so gemacht. Und jetzt Racelab von Hawk. Und schöner Side Russian Leg Sweep. Und ein Neckbreaker gegen Farouk. Und jetzt Cover doch. Nicht aufheben, mach auch was dann. Headlock von Farouk gegen Hawk. Und jetzt Racelock. Und Back Suplex auf die Leiter. Das muss wehtun. Das muss wirklich wehtun. Oh, schöner Leiternschlag. Schön gemacht. Oh, und Animal mit. Und Hawk schickt erstmal einen Leiternschlag von Farouk ein. Und schöner Shoulder Tackle. Oh, Farouk, was hat der denn gemacht? Schön, Farouk dazwischen. Was geht denn jetzt hier ab? Farouk gerade am Ausrasten. Und jetzt soll der Finisher von Farouk kommen. Was kommt? Kommt er? Kommt er? Und er kommt! Bam! Ende! Slam! Wieder Pump-Ende-Slam.
Und jetzt dürfte erstmal Hawk ausgehen. Noch sein und Cover One. Nur bis 1. Schade. Oh, schöner. Ich glaube, dass er ja schön daneben geht. Jetzt sitzt er ihn oben drauf. Baruch in Trouble. Ja, das siehst du richtig. Und Back Suplex von Hawk gegen Farouk. Und jetzt ist das so vor Hawk. Oh, schöner. Schöne Fist. Beziehungsweise ein Fist-Drop. Krass, ja. Und jetzt sind die Road Warriors wieder am Drücker. Obwohl sie gerade kurz vor der Niederlage standen. Was geht denn hier ab? Jetzt Farouk wieder gegen Animal. Und jetzt will ich mal Bradshaw covern, weil er nämlich ziemlich platt aussieht im Moment. Och, in den Rücken erstmal. Och, und noch ein Leiterschlag von Animal gegen Bradshaw. Heilige Och, in den Rücken. Schön, und Neckbreaker von Hawk gegen Farouk und Cover. 1, 2, 3, neue Champs! Jawohl! Nee, ich hab die Ecke leider gut angeschaut. Scheiße! 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 Was ein geiles Match! Alles zertrümmert hier. Aber die Ecke leider wurden entthront von den SmackDown Champs. Den Road Warriors, Hawk und Animal. Wo es erst gar nicht so aussah, aber dann hat Hawk das für sich bzw. für sein Team entschieden. Diesen Neckbreaker. 1, 2 und 3. Und da sind die neuen Tag Team Champs. Das war wirklich amazing, fand ich auch. Ihren Titel verteidigt und einen neuen Titel gewonnen. Was gibt's eigentlich Besseres? Nicht viel, würde ich mal sagen. Ah, das ist doch jetzt ein anständiges Jubelbild. Jetzt dürfen wir auch eine gute Anzahl von Minuten in diesen Part reingepackt haben. Also kann ich mich erstmal verabschieden. Wir sehen uns im 5. Match wieder. Und seid gespannt, das wird richtig hammergeil. Bis dahin, haut da rein und tschaußen.